Einen wunderschönen guten Morgen aus dem lieblichen Österreich. Heute geht es einmal rund um den Pölven. Das ist dieses Gebirge. Und heute geht es vom Hotel direkt los, weil heute ziemlich Gewitter gemeldet ist und ich wollte mich dann nicht allzu weit wegbegeben und dann auch relativ schnell wieder at home sein. Und deswegen eine ganz kurzfristig geplante Tour mit Komoot, einmal rund um den Pölven. Es sind ca. 38 Kilometer, aber ein paar Höhenmeter dabei, das geht hier nicht ohne. Wir legen mal direkt los. Es geht direkt am Hotel los, beziehungsweise direkt auf dem Radweg am Hotel. Seid gerne mit dabei, lernt die wunderschöne Landschaft Österreichs kennen. Ich freue mich wie immer bei allerbestem Wetter noch. Auf geht's. So, wir starten direkt am Wilden Kaiser in der Nähe vom Hotel. Und es geht mal wieder direkt runter auf einem wunderschönen Radweg. Ja, das mit den Gewittern hier ist immer so eine Sache, ne? Die sind manchmal schneller da, als man schauen kann. Und deswegen wollte ich jetzt nicht so weit weg. Und hier gibt es zumindest immer eine Unterstellmöglichkeit. Aber es geht wieder direkt so ein, oh, wie böse, einen mega bösen Weg runter. Naja. Erinnert mich so ein bisschen an gestern. So ein bisschen ist gut, eigentlich voll. Aber ich glaube, hier muss man immer auf sowas gefasst sein. Hier sind wir auch schon wieder raus aus dem kleinen Waldstück. An einem kleinen, rauschenden Bach. Ja, war aber wieder ein guter Einstand auf die Tour. Ja, ich bin jetzt hier genau am Fuß dieses Abhangs, sieht man es ja. Und da ist ein kleines Bächlein, wunderschön. Ich werde jetzt mal versuchen rauszufinden, um was es sich da handelt, aber ich glaube, nee, der ist zu klein. Der ist zu klein, nicht eingezeichnet. Ist mein GPS entweder daneben? Angeblich fahre ich jetzt neben der Strecke. Aber da hier rechts und links sonst nichts ist, kann es nicht sein. Man kann die Landschaft hier einfach nur genießen. Ich denke mal, das ist wirklich schlau, hier die Touren nicht allzu lang zu planen. Also gestern, die war knapp 70 Kilometer. Da war ich schon verdammt lange unterwegs. Da brauchte ich an dem Tag nichts mehr machen. Ja, mit Anfahrt und Abfahrt jeweils 40 Minuten. Also ich denke, so zwischen 30 und 40 Kilometer ist hier völlig ausreichend für eine Tagestour, zumal auch die Höhenmeter immer dabei sind. Hier kann man die Höhenmeter ja gar nicht vermeiden. Und die kosten mir zumindest immer, oder die kosten mich sehr viel Zeit. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch auch so ist. Also ich verliere da gefühlt Unmengen an Zeit, weil ich teilweise nur mit 7 km/h vorwärts komme. Trotz höchster Unterstützung. Ja, ist halt so. Ja, rechts von mir dieses kleine Flüsschen, was bei Komoot keinen Namen hat. Wahrscheinlich irgendeine Ache ist, welche auch immer. Ich meine, ich habe gelesen, die Brixener Ache, wie ich die Tour geplant habe. Aber ich bin mir nicht sicher. Und im Moment rolle ich da einfach nur so hin. Es geht nämlich abwärts.
Leider ist es so, dass dieses Mal am Anfang der Abwärtstrend ist und auf dem Rückweg die Höhenmeter. Ich habe es ja gerne andersrum. Ja, ist halt diesmal nicht so. Ja, und der Radweg ist 50 Meter entfernt von der Bundesstraße. Aber es fährt sich direkt so viel anders, wenn man nicht direkt daneben fährt. Das ist schon ein großer Unterschied. Ja, hier geht's zum Klärwerk, ne? Werden wir wahrscheinlich gleich am Geruch erkennen. Nein, ich rieche nichts. Irgendwie ist das so, ja, komisch hier zu fahren. Das sieht so unwirklich schön aus alles. Bin ich hin und weg. Und ich bin froh, dass ich jetzt nicht den Kocherjagdradweg gemacht habe, weil der wäre auf großen Teilen nicht befahrbar gewesen. Ich glaube, es war schon eine gute Entscheidung. Wow, was für ein Panorama wieder. Ich kann mal eben einen Moment stehen bleiben. Hammermäßig. Also ich habe jetzt hier unterwegs schon einige Schilder nach Kufstein gesehen. Ich überlege, ob ich da einen Abstecher hinmache, weil noch sieht das Wetter echt gut aus. Werd mal schauen. Ah, es geht hier ganz schön hoch und runter. Immer schön im Wechsel. Da hinten hängen ganz schöne Wolken und von mir aus dürfen die auch gerne hängen bleiben. Oh, hier ist ein Steinbruch. Wow. Also mal gucken, ob ich mal eben anhalten kann. Oh, hier geht es gerade mega runter. Mal eben schauen. Ich würde ja gerne mal bis runter filmen, aber da komme ich nicht rein. Aha, schon wieder ein Flüsschen, sehr schön. Oh, an der Bundesstraße und da geht es jetzt auch ein Weilchen dran vorbei. Und so lange mache ich die Kamera mal aus. Okay, kann es sein, dass ich hier die Entscheidung treffen muss? Kufstein 4,3. Hier würde ich nämlich jetzt wieder abbiegen in die andere Richtung. So, Kufstein oder nein? Das ist jetzt die große Frage.
Aber ich denke, da ich schon mal hier bin und es bis Kufstein nur 4,3 Kilometer sind, werde ich das jetzt machen. Wer weiß, wie es Wetter morgen ist. Im Moment schaut es noch gut aus, ne? Wolken sind da ganz hinten. Fahre ich jetzt nach Kufstein rein. Wer weiß, vielleicht schaffe ich das ja gar nicht mehr, ne? In der Zeit, wo ich hier bin, wenn das Wetter schlechter wird. Wir machen das jetzt einfach. So, und ab hier habe ich halt nicht geplant. Ab hier fahre ich nur nach Karte. Aber da ich ja Komoot Premium habe zu diesem horrenden Preis, kann ich die Radwege ja sehen. Und das ist immens von Vorteil. Ich fahre nachher einfach dieselbe Strecke wieder zurück, weil ich sehe, es gibt gerade keine andere. Also zumindest keine, was ein Radweg ist. Und fahren dann einfach von da aus dann weiter. Aber erstmal möchte ich mir Kufstein ein bisschen angucken. Ich hoffe, das lohnt sich auch. Ich war halt noch nie da. Eigentlich wollte ich ja auch noch nach Innsbruck. Aber das könnte sein, dass das nicht mehr funktioniert. Ich habe jetzt noch 2 volle Tage, wo ich fahren könnte. Aber Wetter wird halt schlechter. Wir werden sehen. Also ihr werdet es sehen, ne? Ob noch was kommt von Innsbruck. So, jetzt geht's auf eine Bundesstraße. Aber ich glaube mit Radfahrstreifen. Gott sei Dank. Weil sonst würde ich mich jetzt hier echt unwohl fühlen. Vor allen Dingen wegen den LKWs, die ja ein immenses Tempo drauf haben hier. Wo ich mich manchmal selber wundere. Ja, ich glaube, ich fahre hier mal rein. Kufstein. Hier ist man wenigstens von der Landstraße weg. Jo, wir sind jetzt schon mitten in Kufstein und da vorne geht's zum Psychiater. Und wir sind dann gleich am Inn wahrscheinlich. Von da aus muss ich mal gucken, wo es in die City geht. Also bis hier war jetzt einfach nur schwupps geradeaus. Na komm, wir fahren einmal bis auf die Brücke. Also der steht doch ganz schön hoch, ne? Der Inn. Ja, gestern ist mir das gar nicht so aufgefallen, aber wenn man so die Brücken sieht, wie wenig Platz da noch ist, dann sieht man das. Ich kann ja auch nicht beurteilen, wie breit der sonst ist. Ja, erst gucken wir mal, dass wir in die City von Kufstein kommen. Dann hier einmal links. Und es geht auch am Inn vorbei. Ja, wir sind fast da. Ich glaube, das ist dann die Altstadt von Kufstein. Stimmt, Kufstein ist ja die Perle Tirols.
Habe ich schon ganz vergessen. Oh, hier sitzt man aber sehr schön in den Cafés. So, ich muss trotzdem mal schauen, wo es denn hier in die City geht. Ohne Treppe. Ja, wo wir landen, weiß ich auch nicht. Ich fahre jetzt einfach mal. Aber hier sieht es schon wieder aus, als würden wir rausfahren. Ja, ich denke, das reicht dann auch an Kufstein. Ich bin ja nicht zum Städtebesichtigen hier. Ich fahre jetzt einfach geradeaus. Und dann komme ich wieder auf den Radweg am Inn. Und dann fahren wir mal wieder zurück zu unserer Hauptroute. Ja, es ist immer was anderes, wenn man in der Stadt selber Urlaub macht. Ne? Dann erkundet man die natürlich zu Fuß. Und nicht so eher auf dem Fahrrad einmal kurz durchfahren. Ah, ich weiß jetzt, wo ich bin. Da vorne bin ich vorhin hochgefahren. Da ist das Stadttor wieder. Und hier kann ich runter. Und da ist auch schon wieder der Inn. Streifen ist ziemlich breit. Fühlt man sich ziemlich sicher. Auch wenn so ein Riesengummi kommt. Ja, von da bin ich gekommen. Aber ich fahre jetzt hier rechts hoch. Landstraße. Ja, schauen wir mal, ob das so eine gute Idee war. So, ich glaube hier. Ah, geht's auf den Radweg. Ah, mal eben schauen. Ja. Dann let's mal go. Hier hat man einen wunderschönen Blick auf den Pölven, den wir ja gerade einmal quasi umrunden. Schön schaut's aus. Da hinten sind die dunklen Wolken. Hä? Könnt ruhig noch ein bisschen da hinten hängen bleiben. Aber hier geht's jetzt rein. Hier geht's nach Bad Hering. Ja, der Radweg ist mal wieder Wellerform in der Landschaft. Sehr schön. Und direkt am Fuße des, ich habe den Namen wieder vergessen, der Berg mit P halt, ne? Oh ja, das wird spaßig.
Ich muss Pause machen. Das ist nicht witzig. Okay. Der Römerweg, ja. Armen Römer. Müssen auch ganz schön kraxeln. Jetzt geht's erstmal wieder ein kleines bisschen runter. Das heißt ein bisschen verschnaufen. Boah, es ist schon krass, wie es dann runtergeht. Hammer. Na, schauen wir mal. Ein bisschen hoch geht's noch. Aber ich hoffe moderat. Also noch komme ich mit 19 km/h hier hoch. Ja, schon sind es nur 13. Aber es geht noch. Trotzdem erspare ich euch jetzt mein Geschnaufe. Jetzt erstmal oben. Und jetzt geht's wieder runter. Aber nächste Steigung kommt. Und ich weiß schon, warum ich die immer gerne am Anfang der Tour habe und nicht am Ende. Aber ich bin jetzt so platt. Weil die Tour ist ja jetzt doch weiter geworden, als ich geplant hatte. Ne? Bis Kufstein hin und zurück waren bestimmt auch noch mal locker 18 Kilometer mehr. Und es ist richtig, richtig warm geworden. Und bestimmt 26 Grad. So, und am liebsten wäre mir jetzt, ich hätte jetzt bei der Abfahrt genug Schwung, um den nächsten Berg zu erklimmen. Und runter geht's. Was für ein toller Blick auf den wilden Kaiser. Oh, mein Hintern schmerzt. Oh mein Gott. Ja, nee, ist klar. Nichts lieber als hier rauf. Aber schön ist sie, ehrlich. Ich meine, die Rückfahrt war jetzt nicht ganz so toll. Aber jetzt ist wieder grandios. So, die Bank im Schatten ist jetzt meine. So, auf dieser wundervollen Bank im Schatten habe ich gerade noch mal eine letzte Pause gemacht. 4 Kilometer sind es noch und ich bin fertig. Diese Richtung, wunderschön, und ich freue mich gleich auf einen Radler. Aber so richtig, das zischt bestimmt. Die letzten Kilometer angreifen. Boah, ich fahre gerade von Schatten zu Schatten, um da mal eben ein bisschen abzukühlen. Wow, ist eindeutig viel zu warm. Oh, jetzt geht's gravelig runter. Oh. Hauptsache, es geht runter. Aber schon wieder so steil. Oh mein Gott, damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Ist ja alles halb so schlimm, wenn die Wege gerade wären. Der geht ja einigermaßen.
Okay. Oh, es geht durch den Schatten, wie schön. So, jetzt geht es noch ein kleines bisschen hoch. Vielleicht noch einen Kilometer oder so. Und dann bin ich doch da. Oh, Radler, ich komme. Oh, yes. So, jetzt bin ich glücklich am Hotel angekommen. Und trinke erstmal auf euer Wohl. Ja, das habe ich mir verdient. Ja, schön, dass ihr mitgefahren seid. Das war die Tour rund um den Pölven inklusive Kufstein. Und die Tour war jetzt doch länger, als ich geplant hatte. Und ich bin jetzt echt völlig fertig. Eigentlich nur, weil es so warm ist. Ich bin ein bisschen dick angezogen dafür. Ich habe gedacht, es wäre noch kühler. Ja. Nichtsdestotrotz ist es geschafft. Schön, dass ihr mitgekommen seid. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ne, und hier, da irgendwo ist der Abonnieren-Button. Dankeschön. Ciao, ciao.